Hallo bei euromehl.com, ich möchte mit euch heute Himbeermarmelade zubereiten und wir brauchen dafür Himbeeren, Chilizucker 3:1 und etwas Zitronensäure, damit unsere Himbeeren gut gelieren. Ihr könnt sowohl tiefgekühlte als auch frische Himbeeren verwenden. Ich mache das immer so, ich pflücke meine Sträucher und friere die Himbeeren erst einmal ein und verarbeite dann auch noch die frischen, die da sind, weil man sonst nicht so viel auf einmal hat, dass es sich für eine Marmelade lohnt. Ich gebe meine Himbeeren in den Topf und gebe etwas Zitronensäure dazu und auch noch einen kleinen Schluck Wasser. Und ich werde die Himbeeren jetzt einmal aufkochen und dann durch ein Sieb passieren, weil sie ganz einfach sehr viele Kerne haben. Und weil ich sie dann für Kuchen und Torten weiterverarbeiten möchte, unterstören mich die Kerne. Die Himbeeren sind gekocht. Die Beeren sind aneinander gefallen. Und ich werde sie jetzt durch ein Sieb passieren. So lange, bis nur mehr die Kerne über sind. Das Himbeerpüree ist jetzt komplett abgekühlt. Und ich kann den Gelierzucker und etwas Zitronensäure zugeben und werde das jetzt im Topf zum Kochen bringen. Immer gut umrühren, damit unsere Marmelade nicht anbrennt. Die Himbeermarmelade kocht, schön sprudelt. Ich habe auch schon die Gelierprobe gemacht. Es ist jetzt soweit, dass wir sie in die vorbereiteten, sterilisierten Twist-Off-Gläser einfüllen können. Ich habe die Marmelade in die Gläser gefüllt, verschließe sie sofort fest mit einem Deckel und dann drehe ich sie auf den Kopf. So sollen sie langsam abkühlen und im Glas entsteht ein Vakuum und sie sind so luftdicht verschlossen. Ich habe die Himbeermarmelade jetzt noch beschriftet. Sie ist ein wunderbares Geschenk. Sie eignet sich zum Füllen von Torten, Kuchen oder Keksen oder einfach ein ganz traumhafter Brotaufstrich zum Frühstück oder für zwischendurch. Das genaue Rezept gibt's wie immer unter www.euromehl.com.